Penis. Und so, liebe Leute, bringt man Mike Russo zum Lachen. Und damit herzlich willkommen zum Formel 1 Let's Play von Mike und mir, dem Robin, auf Ausdruck EMA. Ey, Mann, das ist jetzt so unerwartet, guck mal. Ganz ruhig, nicht hyperventilieren. So. Auf die Strecke. Scheiße. Das hast du schon wieder bewölkt. Das letzte Rennen haben wir ja zum Schluss im Regen verbracht. Das ist echt kacke. Kann ja nur noch gut werden. Ja, hammergeil. Ja, wir haben noch ein zweites Problem. Ich habe mal wieder keine Ideallinie und ich habe mal wieder nicht geübt. Sehr gut, Janus. Du legst bei mir ein bisschen rum, kommt mir vor. Laberst du? Du hast gerade bei mir ein bisschen rumgeleckt. Also nicht jetzt an einen Salzstein oder so, sondern... Alter, was ist das für Strecken, ey? Das haben wir aber noch nicht sehr oft gefahren. Was denn ich weiß, die sind wir schon öfter gefahren. Ah, was schon? Okay, ja, ja, okay. Den Streckenabschnitt kenne ich wieder, ja. Aber, na, wirklich so oft wie jetzt zum Beispiel Belgien oder Italien sind wir den noch nicht gefahren. Oder? Nee, sagen wir es noch nicht. Ja, da. Ich bin dazu mal wieder verdammt, die Strecke als letzter zu absolvieren. Schande über dich, Schande über deine Kuh. Ja, die Hardcore Walt Disney Typen, die wissen das schon. So. Für Mike wollte ich ja schon immer, dass ich eine Anmoderation mache. Ja, aber das kann mit so einem Wort anfangen, hab ich nicht gedacht. Jetzt bremst ja nur in der Kurve, wo es eigentlich hast Vollgas geben. Ja, ich wäre Erster. Ja, ganz toll. Was? Ich hab gerade verstanden, bist du in Ordnung? Das sah gut aus. Voll gut, ja. Ich bin Zehnter schon wieder. Ah, die verfluchte Zähne. Immer. Beim Qualifying. Ich habe schon so viele Zehnerplätze gehabt, das hat beim Let's Play. Hat man eigentlich auch alles gehört, was ich gesagt habe? Ich hoffe, das hat man gehört, das komplette Wort. Ja, ich glaube schon. Das werden wir dann hören. Vielleicht fehlt das P am Anfang, ja. Ah, die Leute wissen das schon. Das sind alles YouTuber. Das 0% Regen, das ist schon mal geil. Ja, dann muss ich gleich mal die Rennstrategie auf normal ändern. Hä? Na, hier wegen... Achso, wegen die Reifen. Nein, wegen des Benzins. Ach so, du kannst doch den Benzin umstellen, genau. Damit ich schneller vom Start wegkomme. Ich könnte ja, aber ich bin einfach zu gnubig. Du hättest es einfach vorhin umstellen müssen. Ja, wie auch immer. Achso, du meinst wegen aggressiven Setup oder was? Das habe ich gemacht. Mhm. Nee, ich meine wegen... Achso. Oh, danke, liebe Skype, dass ich eine Benachrichtigung kriege. Oh, wer was schreibt, ist ja cool. So, willkommen zum großen Preis der Japsen! Konnichiwa! Einmal voll durchdrücken, Wandergard abhängen, kann eh nichts mit seinem Cutter haben. Das wird die Kurve. Hückenberg hat einfach Bremste. Ja, danke, liebe Escape. Ich weiß, dass man dir wer was schreiben will, ja? Alter! Ja, Bottas, das ist jetzt deine Strafe dafür. Bottas, ich mein's ernst, fick dich. Alter. Ah! Fuck. Wollt ihr mich alle am Sack? Oder was?
Es könnte sein, dass ich in dem Let's Play jetzt oder in der Runde vielleicht einmal crashe und dass du mir dann alle dir zuschauen. Ja, das könnte blöd laufen. Ah! Upsi. Ich habe Strafe gekriegt. Wen wundert? Ja, der hat zu schnell bremst und ja, über Durchfahrtsstrafe. Ist ja geil. Hallo, du hast letzte Runde so geil gelaufen und... Japan ist auch nicht mein Steckenpferd, so. Das ist gar kein Pferd, nicht, oder? Das ist einfach nur ein Klappergaul, oder? Ja. Wie du es sehen willst. Heilige Kacke, musst du so langsam sein. Ja, es liegt nicht an mir. Ah, fuck! Alter! War ja nicht! Doch, war ja. Tut mir leid. Arsch. Ja, du Durchschussstrafe. Noch ein, oder wie? Nee! Jetzt muss ich das drittes Mal. Hinter mir muss einer antreten. Oder der Typ hat sich etwas zerfahren und... Na? Das ist Durchfahrtsstoff, Tatsache. War das zufällig der Typ, der neben mir war? Keine Ahnung. Der hat mich nämlich gerade scheinbar aus der Kurve rausgedrängelt. Achso, das war ich. Gerammt. Achso. Ja. Na, dafür habe ich nichts gekriegt. Oh, wow, wow, Kies. Scheiße. Wow! Hückenberg. Ah, komm schon! Strafe? Nee. Dreckskies. Ah, oh, erstmal hinsetzen, richtig. Was sauberes Überholmanöver. Wir sind hier bei McLaren, nicht bei sauber. Dann machst du ein McLaren Überholmanöver, ja? Oh Gott, dafür lohnt sich das mit dumm nicht mal. Ja, stimmt. Boah, die Jungs da betteln sich. Ganz hinten? Ja. Achso. Sonst hätte ich gesagt, das wäre Hülkenberg und die. Komm schon, lass mich vorbei vor der Kurve. Ah, fick dich, Alter. Fick dich! Fick dich! Aber in die Kurven komme ich schneller rein als wie du, Penner. Bin schon wieder 20. Ich fahre mir sicher schon wieder ein paar Autos. Ja, danke fürs DRS. Ja, danke, Raikön. Raikön, falls du es nicht gemerkt hast, ich habe dir deine Racing Line geklaut. Fuck! Komm schon, du Dreckskarre! Unglaublich, dass ich mich so gut halten kann ohne Ideallinie. So viel zu dem Thema, so viel zu dem Thema, so viel zu dem Thema. Okay, okay, Platz gehalten. Ziemlich krass abgekürzt, aber keine Verwarnung gekriegt. Oh! Vierter. Wow! Ich hab mir gerade so derbst durchgeschmuggelt, ey. Vierter. 17. Das ist schon scheiße, wenn man gerade fährt und die Eier jucken. Alter, lass mich vorbei da! Ah, du Stück Dreck, du! Fuck. Leicht verbremst. 16. Viel zu langsam. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu sehr den Hamilton fast drauf, ja. Hamilton crasht jetzt auch nicht so oft. Ja, okay, dann bin ich schlimmer als wieder Hamilton. Ich meine, Grosjean hat den Ruf eher weg. Okay, dann fahr ich ungefähr wieder Grosjean. Ich sag nur Belgien 2012. Ja, für die Leute, die was nicht wissen, was sie müssen erzählen. Ja.
Also für die Leute, die es wissen, die kriegen jetzt sowieso schon Grinsen. Für die Leute, die es nicht wissen, 2012 in Belgien ist der Grosjean ein wenig in den Hamilton reingefahren. Das hatte zur Folge, dass es einen riesen Crash gab, in den drei, vier Autos involviert waren dann im Endeffekt. Naja, im Endeffekt wurde Grosjean für ein Rennen gesperrt. Und zwar fürs nächste dann, das war dann Italien. Er ist voll über Alonsos Auto geflogen. Volle Lotte. Hallo, da bin ich. Ja. Frag mich eigentlich, was der für einen Schockkrieg bekommen haben muss. Oh ja, wow. Ich glaube, man muss bei 200 Stundenkilometer Auto drüber knallen. Als bei Belgien, die erste Kurve. Achso, ja gut. Ja gut, aber 100, 150 sind es auch schon. Oder? Locker 100, oder? Hallo. LOL! Ich komme mit der verfickt langzogenen nicht klar. Ich habe gerade mega abgekürzt. Und ich habe weder Strafe noch Verwarnung bekommen. Das ist so genial. Und guck mal, ich habe sogar eine Bestzeit rausgefahren. Ja, ganz toll. Bist mir persönlich ja nicht Hero. Danke. Oh, jetzt wollte ich dir eine Gasse lassen, Alonso, dann bist du zu schlecht. Was bist du für ein Loser? Aber ich halte mich noch hartnäckig auf den 16. Platz. Ich nicht. Ja, du bist Erster. Oh, fuck! Stimmt gar nicht. Nicht? Wie viel du bist dann? Zweiter. Das ist ja dann nur mal eine Frage der Physik, oder bist, dass du Erster wirst. Oh, jetzt hab ich's endlich mal schön. Da bist du dann. Fuck, nicht so weit raus, nicht so weit raus! Alter. Nichts passiert. Alter! Ja! Lass mich hier weg. Hamilton. Hamilton ist hinter mir. Na, na? Setz an, mach! Er hat den Schwanz eingezogen. Oder hat Ricardo, glaube ich, ein bisschen unfair überholt. Bin Erster. Hätte ich jetzt aber nicht so gut erwartet, dass es in diesem Grand Prix läuft. Hamilton fährt mit voller Drehzahl. Ja, ganz toll für ihn. Ja? Ja, voll. Bin ich voll begeistert von ihm, weil jetzt bin ich das schlimmste Gruppe von ihm. Du hast Hamilton. Ja, eben! Gepick, verpiss dich. Du magst sowieso keiner. Stimmt. Geh doch einfach sterben oder so. Wenigstens habe ich nur das DRS von ihm gekriegt. Alter, das waren jetzt wahrscheinlich die seltsamsten Geräusche, was jemals so auf YouTube aufgezeichnet worden sind oder so. Mit Sicherheit. Verstörend selbst für mich. Ich komm da jedes Mal zweit raus, verfickte Scheiße. Ich hab einen Tipp für dich, ich hab einen Rat da für dich. Ja, bremsen. Nee, nicht zu weit rauskommen. Oh, genialste. Auf jetzt. Strikes again. Captain Obvious save today, ja. Yeah. Oh, scheiße. Bottas. Tut mir leid, tut mir leid. Okay, nichts passiert. Ich hab Boxenstopp diese Runde. Ja, bremst doch noch früher ab, Junge. Hallo, Leute. Ich komm mal in die Box. Guten Tag, hallo Red Bull, hallo Ferrari, hallo meine Box McLaren. Hallo die anderen Loser-Boxen, hallo Caterham, hallo Marisha. Hey, da wären noch Platz für zwei Boxen. Pass auf, dass du beim Boxenausgang nicht die weiße Linie bewegst.
Die ist schon weiß genug. Boah, ich hab mir gerade überholt, man überkliefert. Ah, scheiße, jetzt haben wir eine Treffmann. Okay, da fährt sowieso eine Box. Ja, jawohl, ja. So. Du bist auf den langsamen Reifen. Was? Warte mal. Ich bin auf den langsamen Reifen unterwegs. Ich kann aber die Lücke trotzdem zu meinem Vordermann halten, während ich ihn überhole. ist ja kleine Lücke. Ich habe ihn schon überholt. Wow. Nein! Scheiße! Wie schlimm ist es? Zwei Plätze verloren. Ah! Bremst doch nicht so breit! Ja, genau! Nein, muss ich nicht. Zeit ist vorbei. Also, nee, ich hab keinen Stoff gekriegt oder so. Die haben mir nämlich gerade gesagt, ich muss ihn wieder zurückgeben, aber wer da das gesagt hat, ist plötzlich die Zeit verschwunden. Nein, muss ich nicht zurückgeben, Mama. Du kriegst meinen Platz nicht. Niemals. Außer ich fahre jetzt genauso scheiße wie jetzt, oder? Ah, verpiss dich hinter mir. Langweilig. Genau. Vergiss nicht, an die Box zu kommen. Da. Scheiß Techniker. Weißt du, was ich witzig finde? Ich fahre schneller als mit Ideallinie. Ja, du bist ja ziemlich ein Nerd. Halt's Maul. Warte mal. Ja, aber wenigstens was die Spiele anbelangt, ich meine. Hallo, wie viel Spielstunden hast du bei deinem Spiel? 22. Mhm. In die ersten 3 Stunden vielleicht, ja. Die Logik. In den ersten 3 Stunden 22 Stunden gespielt. Aha. Ja, eben, ja. Sag ja. Bist du gescheiter Nerd. Na gut, 320. Wie viel hast du beim 2012er? 60. 1000? Nein, 60. 5060. Nein, nur 60 Stunden. Ja, und beim ersten Mal installieren? Fick dich. Komm schon, sag's! Ich hab wirklich nur 60 Stunden. Mhm, ja, bla bla. Komm schon, du musst ein bisschen ehrlich sein jetzt. Ich hab 2010er vielleicht 2-3 Stündchen gespielt. Ich hab 2011er auch 2-3 Stunden, 4 ungefähr gespielt. Das 2012er, das hab ich in etwa 60 bis 64 Stunden gespielt. Echt, ist nicht mehr? Nein. Wie viele Stunden hast du bei dem jetzt? 320. Immer noch, das 2012 hast du länger gespielt. Nee. Deswegen habe ich ja immer auf die Leute geguckt, boah, welche hobbylosen Leute spielen dieses Spiel 500 Stunden. Ja, willkommen im Club. Drittes Schweinchen überholt. Und die S krieg ich noch. Das ist fies. Wie viel da bist du? 14. Oho. Bremsen. Wow, Vernier hat's gerade rausgeworfen, Alter. What the fuck? Oh, das ist in den USA besonders witzig. In den ersten Kurven, diesen Schlängelkurven, ja. Da haut's viele immer raus. Da kann ich die immer überholen, ohne dass ich was mache. Werden von dem Druck fliegen die raus. Alter, es gibt Gas, ey. Ja, da kann ich nicht überholen, Alter. Fick dich. Verpiss dich. Ah! Alter. Gute Zeiten. Aber jetzt... Gutes Tempo. Ja. Schön für dich, dass du deine Nase putzen kannst. Ich liebe mein Taschentuch.
Endlich aber eine Void. Also ich sag, dass sie sind reine Gefühlskurven. Ja. Also mal nach Gefühl, ich bin ein Pies. Jawohl, ich habe jetzt dann endlich mal kurz geschafft. So halbwegs. Ich meine, war nicht ganz genau Ideallinie, aber ich bin wenigstens nicht auf den Kies gekommen. Well, nothing. Ich kann nicht klatschen. Ja, soll ich jetzt klatschen? Nee, du mach ein Zungenschnalzen, das was das Klatschen imitiert. Ich kann das gar nicht so schnell, verdammt. Ich kann nicht so schnell Mund klatschen wie du. Alter, mit Ritz! Okay, jetzt sind wir. Genug geklatscht! Wow, wow, wow. Alter, hallo Wiese. Oder soll ich dir jetzt noch ein Liedchen vorpfeifen? Ja, bitte. Ah, fuck! Mach das. Boah, dann überleg dir ein Lied. Alle meine Schwänzlein. Nein, man, den Porno-Remix. Das ist total. Banane! Bisschen Dubstep. Ein weiser Mann hat mal gesagt: Banane! Was? Ein weiser Mann hat mal gesagt: Alter, ich bin voll weiß. Ey, Alter, hab voll den langen Bart, Mann. Konfuzius sagt: Ein alter weiser Mann. Man soll schön Che Hermes hören und damit nicht die Nachbarn stören. Ah, ficken. Fick, fick, facken, fick, fack, ficken. Hermes. Hermes, ja. Ah, ja, man muss dazu sagen, FM4 Radiosender bei uns, den musst du übrigens auch schon gesehen hast, ja? Man muss dazu sagen, der Robin ist ein ziemlich krasser Party-Freak, ja. Der schleppt jedes zweibusige Lebewesen ab. Und Scheiße. Er ist extra nach Österreich angereist, ja, für das Urban Art Forms. Wo er uns mal gezeigt hat, wie deutsche Menschen halt Party feiern. Ne? The fuck labert der? Also ja, ich bin echt bei denen gewesen, aber mehr. Was labert der? Ich war doch nicht niemals in Russland und hab Terroristen getötet. Naja, ich habe Terroristen gezüchtet, aber ich war nie in Russland. Halt die Klappe! Was denn? Mehr fällt mir dazu einfach nicht mehr ein, okay? Hallo Botas, verpiss dich Botas. Alter! Was, Botas? Ja, Botas! Der bremst! Mein Frontflügel ist, glaube ich, gerade gecrashed. Oder irgendwas ist gerade... Na okay, mein Frontflügel ist nicht. Irgendwas hat da gerade gespreißelt. Für alle Nicht-Österreicher. Sich aufgespalten in kleine Teile. Okay. Also bitte, so blöd sind wir jetzt auch nicht. Nee, wer was? Oder auch im Fachjargon. Es ist voll am Arsch! Ja, so ungefähr. Los, Junge! Los, Flugifant, rette das Bananenland! Ja, übrigens, das neue Let's Play von Robin. Nein, 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 nein. Das erste Solo-Projekt hat er schon angekündigt. Nein. Ich hab's übrigens schon gepostet, oder was? Da kannst du mal Nein sagen. Nein! Ja, sicher, ich hab schon einen Trailer gemacht, Alter. Mindestens $100.000 hat der Trailer gekostet, ja?
Also hauptsächlich für Wodka und Wunden rausgefallen, aber... Der Schriftzug ist da und der Musik im Hintergrund, das reicht schon. Nein. Ich werde das nicht machen, nein. Bitte, liebe Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt einfach Flugifant in das, in, also Hashtag Flugifant in die Kommentare, ja. Wann er das Spiel Let's Playen muss. Übrigens, man muss das so sagen, es ist ein Kinderspiel für Kinder unter 0 Jahre oder so ein Scheiß. Also aber für den Schwanz des Mannes. Über, und es ist sogar ein AAA-Titel, ja. Ich meine, es kostet 10 Euro. Ich weiß ja, was sogar da spendieren würde, ja. Das ist allerhöchstens ein Triple-F-Titel. Ist egal, die 10 Euro spendiere, war man mindestens, sagen wir, 30 solche Hashtags zusammenbringen. Aber nicht doppelt posten, ja, das sehen wir. Könnt ihr es natürlich eure Kumpels weiter sagen und so weiter, dann bringt es natürlich schon was, wenn die nur was drunter schreiben und das Video. 30 Hashtag Flugifant, ja? Achso, ist das schon vorbei? Fuck! Ey, Junge, ich war voll versunken, ich hab gerade so gedacht, oder? Ja, Flugifant, ja, Alter, der hat die mega Gehirnmacht über dir. Fick dich! Bitte lass mich so scheißlich machen! Also die wenigen Leute, die was das Video schauen, wenn es in Robin wirklich was Fleiß machen wollt, ja? Dann schreibt und eure Freunde, das ist jetzt 30 Mal unter das Video da posten, Hashtag Flugifant. Dann bezahle ich in Robin das Spiel, ja? Das was wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde ausgespielt ist. Und mir 10 Euro kostet, ja? Aber der Robin darf dann sein erstes Solo-Let's Play machen und gleich mal mit dem geilsten Spiel der Welt anfangen. Doch, ist schon fertig ausgemacht. Fick dich. Ja, er freut sich schon recht drauf, ja? Zu deiner Info, sollte ich Bottas überholen, soll das kein Problem sein. Er hat eine 20 Sekunden Zeitstrafe. Wieso das? Scheinbar hatte ich irgendwie mal verrammt, oder? Ich bin in Bottas reingefahren. Ja, die Strafe bekommen. Okay. Tja, ja, mit diesen schönen Versprechen. Nein. Viel Spaß beim Ausschauen und haut rein, Leute. Ciao. Favorisieren, abonnieren, kristallisieren. Verzweifelte Hilferufe an die Community. Bitte macht es nicht. Okay, haut rein, Leute. Ciao.